Achtsamkeit auf die Dhammas, die sechs Sinnesbereiche. 23. Wie wir die Welt erfahren. Im nächsten Abschnitt der Lehrrede geht es um die Lehren von den sechs inneren und äußeren Sinnesbereichen. Die inneren Bereiche bestehen aus den Grundlagen der sechs Sinne: Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Die äußeren Bereiche sind die entsprechenden Sinnesobjekte: sichtbare Formen, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Tastempfindungen und Geistesobjekte. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit der direkten Erfahrung dieser sechs inneren und äußeren Sinnesbereiche zuwenden, erkennen wir darin einen subtilen, tiefgründigen und weitreichenden Aspekt der Praxis. Sie sind die Grundlage für alles, was wir wissen, für das Entstehen der gesamten Welt unserer sich entfaltenden Erfahrung. Zitat: Alles will ich euch zeigen, ihr Bhikkhus, das höret wohl. Was ist also, ihr Bhikkhus, alles? Das Auge ist es und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Körper und die Gegenstände, der Geist und die Dinge. Das heißt man, ihr Bhikkhus, alles. Zitat Ende. Ledi Sayadaw, der große burmesische Meditationsmeister und Gelehrte des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, verglich die Sinnesgrundlagen mit sechs Bahnhöfen, aus denen Züge in verschiedene Richtungen fahren. Sie können uns zu Situationen des Leidens oder im Bereich des Glücks, zu Freiheit und vollständigem Erwachen bringen. Beginnen nicht all unsere heilsamen und unheilsamen Handlungen mitsamt ihren karmischen Folgen an einem dieser Sinnestore? Der Geist und die Geistesobjekte, Gedanken, Überlegungen, Erinnerungen, Stimmungen, Emotionen werden übrigens einfach als sechster Sinn betrachtet und sind damit so unpersönlich wie alle anderen Sinnesobjekte. Im Satipatthana Sutta lauten die Anweisungen des Buddha zum Umgang mit den Sinnesbereichen wie folgt. Zitat: Sodann, ihr Bhikkhus, verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sechs innerlichen und äußerlichen Sinnesbereiche betrachtend. Und wie verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sechs innerlichen und äußerlichen Sinnesbereiche betrachtend? Hier erkennt er das Auge, er erkennt Formen und er erkennt die Fessel, die in Abhängigkeit von beiden entsteht. Und er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Zitat Ende. Weiter heißt es, auf die gleiche Weise sollten wir jeder andere der sechs Sinnesgrundlagen, also Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist und ihre entsprechenden Objekte erkennen, mitsamt den Fesseln, die in Abhängigkeit von ihnen entstehen. Und wir sollten auch wissen, wie noch nicht entstandene Fesseln entstehen, wie bereits entstandene entfernt werden können und wie das zukünftige Entstehen von Fesseln vermieden werden kann. Das bedingte Entstehen des Bewusstseins. Wir mögen den ersten Teil der Anweisung, das Erkennen von Auge und Form, Ohr und Geräusch und so weiter, für nicht weiter bemerkenswert halten. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen unserem gewöhnlichen Verständnis dieser Dinge und dem, worauf der Buddha hinweist. In unserer alltäglichen Art, die Welt zu erfahren, beziehen wir all diese Erfahrungen gewöhnlich auf jemanden, auf ein Selbst, welches dahinter steht. Ich sehe, ich höre, ich denke. Es ist zwar leicht, die Unbeständigkeit der verschiedenen Sinnesobjekte zu erkennen, doch die bedingte, selbstlose Natur der Sinnesgrundlagen, also Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist, zu begreifen, mitsamt dem Bewusstsein, das in Abhängigkeit von ihnen entsteht, ist schon schwieriger. Sie können einmal damit experimentieren, bei Ihrer nächsten Mahlzeit genau auf die Sinnesgrundlage der Zunge zu achten und zu bemerken, welches Geschmacksbewusstsein daraus entsteht. Wie ist es, dieses etwas merkwürdige Sinnesorgan zu erleben, das sich im Mund herumbewegt, das Essen mischt sowie haptische Sinneseindrücke des Essens und verschiedene Geschmäcker und Aromen aufnimmt? Bei achtsamer Beobachtung dieses kleinen Dramas kann es scheinen, als hätte die Zunge einen eigenen Geist,
als verfolgte sie ganz eigene Absichten. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit bemerken wir, wie all ihre Bewegungen durch die Absichten des Geistes gesteuert werden. Bei weiterer Erkundung können wir auch erkennen, wie jeder Augenblick des Geschmacksbewusstseins, des bewussten Erkennens von Geschmack, aus einer Verbindung von Ursachen entsteht. Wenn Nahrung, Zunge, Feuchtigkeit und Aufmerksamkeit zusammenkommen, entsteht das Geschmacksbewusstsein. Stellen Sie sich jetzt einen Moment lang vor, was mit diesem Bewusstsein geschähe, wenn die Zunge oder die Nahrung fehlte. Es ist offensichtlich, dass es dann keine bewusste Wahrnehmung von Geschmack gäbe. Es entstünde kein Geschmacksbewusstsein. Diese Art von Erforschen hilft, die bedingte, selbstlose Natur des Bewusstseins zu erkennen, welche, wenn sie nicht hinterfragt wird, oft ein letztes Versteck des Empfindens eines Selbst ist. Wir können jeden der Sinnesbereiche auf diese Weise erkunden und zu einer direkten, intuitiven Erfahrung der bedingten Natur des Bewusstseins der Sinnestore gelangen. Diese Art der Erfahrung mindert die Identifikation mit jedem der endlos ablaufenden Spiele der Phänomene. Wir merken, jede Erfahrung ist einfach, was sie ist, und das Ich und Mein haben damit nichts zu tun. All dies wird wunderbar in einem Sutta der gruppierten Sammlung der Lehrreden des Buddha zusammengefasst. Ein Bhikkhu namens Udayi kam zu Ananda und fragte, Zitat, Bruder Ananda, die Natur dieses Körpers ist vom Erhabenen in mancherlei Weise so gezeigt, enthüllt, erklärt worden. So ist dieser Körper nicht das Ich. Ist es möglich, ebenso die Natur dieses Bewusstseins zu zeigen, aufzuweisen, darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, offenbar zu machen? So ist dieses Bewusstsein nicht das Ich? Es ist möglich, Bruder Udayi. Steigt dann nicht, durch das Auge und die Formen bedingt, Sehbewusstsein auf? Gewiss, Bruder. Was, wenn nun, Bruder, der Grund und die Bedingung für das Aufsteigen des Sehbewusstseins vollkommen, ganz und gar völlig ohne Überrest aufgelöst würden? Könnte dann noch Sehbewusstsein zum Vorschein kommen? Gewiss nicht, Bruder. So ist also durch solche Darlegung des Erhabenen gezeigt, enthüllt, erklärt, wie dieses Bewusstsein nicht das Ich ist. Zitat Ende. Wir können dieses Verständnis auch auf jeden anderen der Sinnesbereiche anwenden und erkennen, wie Bewusstsein selbst eine bedingte Erscheinung ist. Ohne Ich, ohne Selbst, ohne Mein. Die japanische Zen-Äbtissin Teijitsu hatte die gleiche Erkenntnis, als sie schrieb, Zitat, und also sah sie, wie Entstehen entstand, verweilte und zerfiel. Sie sah, dass Erkennen entstand, verweilte und zerfiel. Da wusste sie, dass es nichts anderes gab als dies, keinen Grund, nichts, woran sie sich stärker anlehnen konnte, als der Stock, den sie hielt, gar nichts zum Anlehnen, niemand, der sich anlehnte, und sie öffnete die geballte Faust in ihrem Geist und ließ los und fiel in die Mitte von allem. Zitat Ende. Das bedingte Entstehen der Verunreinigungen. Doch offenbar hält uns etwas davon ab, die geballte Faust unseres Geistes zu öffnen und uns in die Mitte von allem fallen zu lassen. Deshalb empfiehlt der Buddha im nächsten Teil der Anweisungen des Satipatthana Sutta, nicht nur die Sinnesgrundlagen und ihre Objekte, Augen und Formen, Ohren und Geräusche usw. so zu erkennen, sondern auch um die Fesseln oder Verunreinigungen zu wissen, die in Abhängigkeit von beiden entstehen. Zu wissen, wie sie entstehen, wie sie entfernt und wie sie vermieden werden können. In unserer Praxis können wir an allen sechs Sinnestoren das Entstehen der Fesseln beobachten. Das ist keine akademische Übung, vielmehr geht es hier um das Entstehen und das Beenden des Leidens in unserem Leben. In der Feuerpredigt, der dritten Lehrrede, die der Buddha nach seiner Erleuchtung hielt, macht er das sehr deutlich. Er bezog sich auf das Feuer, weil er zu einer Gruppe von 1000 Mönchen sprach, die bis dahin als Asketen gelebt und das Feuer angebetet hatten. Zitat: Alles brennt, ihr Mönche. Und was alles brennt, ihr Mönche?
Das Sehen, ihr Mönche, brennt, die sichtbaren Gestalten brennen, das Sehbewusstsein brennt, die Sehberührung brennt, und was durch die Bedingung der Sehberührung entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Durch was brennt es? Durch das Feuer des Begehrens, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung brennt es. Durch Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Leid und Verzweiflung brennt es. So sage ich. Das Hören brennt, das Denken, die Gedanken brennen. So sehend, ihr Mönche, wird der belehrte, edle Schüler des Sehens überdrüssig, der sichtbaren Gestalten überdrüssig, des Sehbewusstseins überdrüssig, der Sehberührung überdrüssig, und was durch die Bedingung der Sehberührung entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig. Er wird des Hörens, des Riechens, des Schmeckens, des Tastens, des Denkens überdrüssig, des Denkbewusstseins überdrüssig, der Denkberührung überdrüssig, und was durch die Bedingung der Denkberührung entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig. Überdrüssig löst er sich ab. Abgelöst befreit er sich. Zitat Ende. Da es unwahrscheinlich ist, dass jemand von uns das Feuer angebetet hat, kann es nützlich sein, zu ergründen, wie wir das Entstehen der Verunreinigungen erleben. Manche Menschen nehmen es vielleicht als Brennen wahr, andere als eine Anspannung oder als Stress oder Unwohlsein. Vielleicht hätte der Buddha diese Rede heutzutage Stressabbaupredigt genannt. Mit Verunreinigungen praktizieren. Wir können das Entstehen der Verunreinigungen schneller bemerken, wenn wir uns nicht nur der Art der Fessel bewusst sind, die aus dem Sinneskontakt entsteht, sei es eine Form der Gier oder Verlangen, Abneigung oder Widerwillen oder ein teilnahmsloses Nichtwissen, sondern auch wahrnehmen, wie wir uns dabei energetisch fühlen. Dieses direkte Spüren kann uns motivieren, sie loszulassen, weil wir dabei direkt das damit verbundene Leiden erleben. Es ist, als hielte man glühende Kohle. Sobald wir erst einmal das Brennen spüren, brauchen wir keine weitere Ermutigung, sie fallen zu lassen. In unserer Praxis können wir diese Anweisung des Buddha jeweils auf das gerade vorherrschende Sinnestor beziehen. Angenommen, wir sitzen und spüren, wie der Atem durch unsere Nasenlöcher strömt. Oder wir spüren die Bewegungen der Brust oder des Bauches. Dann können wir darauf achten, ob damit ein Widerstand oder ein Verlangen einhergeht. Manchmal sind die Verunreinigungen, die Fesseln, sehr offensichtlich. Zu anderen Zeiten sind sie äußerst subtil und zeigen sich vielleicht nur in einem leichten Festhalten des Geistes oder in einem kaum spürbaren inneren Druck. Der dazu passende taoistische Spruch lautet: Der Fluss lässt sich nicht antreiben. Wie der Fluss strömt auch der Atem ganz gut in seinem eigenen Tempo. Doch häufig wollen wir die Dinge irgendwie anders haben, besser machen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem verlangenden Geist, der sich ganz auf die Erfahrung einlassen will, und der echten Offenheit, die keine Vorlieben hat. Das bedeutet nicht, dass wir plötzlich aufhören, Entscheidungen zu treffen. Doch indem wir uns achtsam den Sinnestoren zuwenden, können wir üben, uns, und sei es auch nur kurz, in einen Geist hinein zu entspannen, der nicht durch Verlangen geprägt ist. Wir können das Entstehen der Fesseln an den Sinnestoren nicht nur während der Sitzmeditation erkunden, sondern auch zu anderen Zeiten. Es mag zum Beispiel Geräusche oder Anblicke geben, die wir als anziehend oder als störend empfinden, oder Aromen von Nahrung oder Gedanken und Fantasien, die uns davontragen. Ich stelle mir manchmal vor, die verschiedenen Sinnesobjekte hätten kleine Haken, in denen wir uns beim Entstehen des Sinneskontakts verfangen, bis sie vergehen. Zitat: Formen, Töne, Geschmäcke, Gerüche, Tastgefühle und die Dinge alle, sie sind ein schlimmes Lockmittel für die Welt. In sie ist die Welt verstrickt. Darüber hinweggekommen ist der besonnene Schüler des Erleuchteten. Weggekommen über den Bereich des Todes strahlt er wie die Sonne. Zitat Ende. Wir erkennen also die Augen, die sichtbaren Formen und die Fesseln, die in Abhängigkeit von beiden entstehen. Wir wissen um die Ohren und die Geräusche,
die Nase und die Gerüche, die Zunge und die Geschmäcker, den Körper und die Empfindungen, den Geist und die Geistesobjekte und die jeweiligen Fesseln, die in Abhängigkeit von ihnen entstehen. Es sind genau diese sechs Sinnesbereiche, in denen wir uns entweder durch Verlangen, Abneigung oder Täuschung verfangen oder in denen wir frei bleiben können. Deshalb legte der Buddha so viel Wert darauf, sie zu verstehen und sie achtsam wahrzunehmen.